Hallo Leute, hier ist wieder Dexy und es geht weiter mit Terranigma. Ach ja, noch was Organisatorisches. Mein Internetanschluss ist jetzt doch wieder nicht so wie gewollt angekommen. Aber ich werde trotzdem an meiner Planung festhalten. Und es werden jetzt wirklich nur noch pro Tag, pro Projekt wird bloß noch eine Folge hochgeladen werden. Also trotz der Tatsache, dass mein Internet nicht so wie gewollt eingetroffen ist. Ich habe es ja die letzten Wochen im Normalfall eh immer geschafft, jeden Tag eine Folge hochzuladen. Also gibt es keine Wochenendpakete mehr, sondern wirklich nur noch... Ach, hier wollen sie kein Foto. Es wird nur noch pro Tag eine Folge geben. Hier kann ich auch kein Foto davon machen. Interessiert das die Leute nicht? So, nochmal hier schauen. Ahola. Gibt der Typ uns was mit? Vielleicht sollen wir von dem her irgendwas rumzeigen. Dein Backkristall hat mich dazu inspiriert. Also nein. Ah, hat sich bei dem denn schon was getan? Ich habe das Blech poliert in die Sardinen darin verpackt. Bitteschön, diese Büchse ist für... Schließlich war es deine Idee. Ölsardinen. Okay. Da fällt mir jemand ein, der sie haben wollen könnte. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da gab's doch diesen Feinschmecker. Wo war der nochmal? War der in Liberita? Ich könnte es jetzt nicht sagen. In Seeheim war er definitiv nicht. Ja, ich kenne mich wieder aus meinem eigenen Lieblingsspiel. Peinlich, peinlich. Wollen wir mal sehen? Nö, nö. Das sind nur Läden. Das ist die Kneipe. Dem aus lebt der Typ. Hier hinten. Sollen wir mal die Häuser durchschauen? Ah nein, das war das Kinder. Ah, ja, ich muss mir wieder zurückerinnern, wie die Stadt vorher aussah. Sam? Da war nichts mehr. Okay, also war schon mal hier nichts. Da hat sich auch noch nichts getan. Und was soll ich für diese Touristenführer eigentlich noch fotografieren? Was wollen die von mir? Ach ja, klar. Ich müsste wieder... Das mache ich bei Gelegenheit. So. Liotto? Das glaube ich jetzt aber nicht, dass der hier war. Aber trotzdem. Da ich mir nicht sicher bin. Nein. Bei dem Wein wäre das hier die zweite Wahl gewesen, wenn das in der Schenke nicht funktioniert hätte. Dass ich den Wein hier zu irgendjemand bringen soll. Da oben war keine Stadt, wenn ich mich recht erinnere. Da waren bloß die beiden Vögel.
Schlecht. Schlecht, schlecht. Sehr schlecht. Wo muss ich hin? Dem Kontinent hier war ja noch nie. Ja, Australien. Aber was will ich da? Da schaue ich später mal hin. Ich glaube, jetzt bringt mir das noch. Na, wobei, das ist eine Stadt. Und falls es da einen Heinz geben sollte, kann es ja sein, dass wir bei der Stadt auch was tun müssen. Goldküste. Mal sehen. Ich kam mit dem Schiff aus Aola. Es war eine tolle Reise. Ich schweige wie ein Grab. Schön hier. Aber mit jemand anderem. Ja, diesem Ort wäre ein richtig warmes Herz atemberaubend. Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Was sagst du? Schön hier, oder? Hier sind nicht so viele Touristen. Die Politiker wollen noch mehr Besucher an diesen Ort locken. Ah. Toll. Haben wir alles schon? Ja, das ist die Bientupfer-Donnerschlage. Das ist eine Donnerwaffe. Die Jacke haben wir schon. Auch mehr hat er nicht. Ja, die Waffe konnten wir in einer anderen Stadt auch schon kaufen. Die Sonne tut gut. Himmel. So, was gibt's denn hier? Von der Goldküste aus findest du den Odemfels im Westen. Dort sagt ein Wissenschaftler, er erforsche das Ende der Welt. Frieden herrscht in der Welt, aber es gibt immer noch Ausnahmen. Seltener bekommen wir Besuch. Das Dorf ist schwer erreichbar. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut. Die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besuche. Ich frage mich, warum. Wir machen uns täglich Gedanken, wie man die Stadt bekannter macht. Es gibt Flugmaschinen, die uns befördern können. Wie nützlich. Worüber reden denn die Leute den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn nicht so viele Fremde herkommen würden. Die Leute haben also ein Problem damit, dass... Und da war gerade die Rede von Flugzeugen. Seehaus. Wow. Hallo, bei uns gibt es Krabbenbrote für nur 15 Taler. Wir sind stolz auf unsere Preise. Danke. Tja, wir zahlen für eins und essen sechs. So lässt sich's aushalten. Ah, da wieder so ein Touristenbüro. Hey, wie ich sehe, fotografierst du gerne. Darf ich sie sehen? Selbe Prozedur wie das letzte Mal. Ah, klar, habe ich völlig vergessen. An der Goldküste, genau. So, dann schau ich nochmal, was da hinten so ist. Ja, die verkauft uns nur irgendwas am Spieß. Kokosmilch für nur... Oh, das sollen Kokosnüsse sein. Kokosmilch für nur 10 Taler. Willst du etwas Kokosmilch? Lecker. Hält ein Glas in der Hand. Was auch immer der gerade gesagt hat.
Geht's noch weiter? Kühe, Kühe, Koala, Kühe, Kühe. Ah, ein Heinz. Hier ist Heinz, ich bin Entwickler der Städte. Rein wirtschaftlich besitzt diese Stadt eine sehr schlechte Lage. Es ist notwendig, dass der Name einer Stadt weiterhin bekannt wird. Die Ochsenfresser der Stadt... Tja, da der Seeweg anscheinend nicht ausreicht. Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es in der ganzen Welt kunden kann. Kannst du für mich Werbung machen? Sicher doch. Kein Problem, aber wie soll ich werben? Probier mal. Ein Biss sagt mehr als 1000 Worte. Gibt es an jemanden, der es zu würdigen weiß? Mein Gott. Jetzt haben wir schon zweimal Essen dabei. Okay, also jetzt schaue ich auf jeden Fall mal zu diesem Kerl, der so gerne isst. Wo auch immer der war. Aber da ich jetzt hier war, vielleicht war das Schlüsselgebiet. Vermutlich. So, was gibt's hier? Wahrscheinlich wieder nur ein Kristall. Und es war das... Na? Na? Ach komm schon, da tut's... Ja, es war das Richtige. Was haben wir denn hier oben? Ah, wieder so eine Stelle. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Oh, Vitalelixier. Und? Geld. Ja. Lass ich mir gefallen, sowas. Wo war denn dieser Feinschmecker nochmal? Ja klar. Überlebt er natürlich. Ich meine, so ein Sturz aus 20, 30 Meter mindestens stört doch keinen. Warum auch? Was rede ich da eigentlich? Ich meine, hey. Schlappe Entfernung da. So, Odemfels. Toll, hier ist kein Wissenschaftler. Die haben uns angelogen. Ich wollte denn jetzt nur mal zeigen, ich weiß schon, was ich hier machen muss mittlerweile. So, okay. Ja, ich weiß jetzt, also ein paar Dinge weiß ich jetzt, was ich machen muss. Ich muss jetzt erstmal den Feinschmecker auftreiben. Und wie ich das Problem da in Australien lösen kann, das weiß ich mittlerweile auch. Da lösen sich einige Probleme für mich. So. Jetzt muss ich halt nochmal schauen. War jetzt vorhin in Loire oder Liberita? Gedächtnis wie ein Sieb. Aber noch ist die Folge nicht vorbei. Ich schaue einfach mal in beide. Und bei meinem Glück ist wahrscheinlich noch irgendeine ganz andere Stadt, wo der sich rumtreibt. Aber ich hätte jetzt schon gemeint in Loire. Was ich jetzt auch mal schauen will, dadurch, dass ich diese Sardinen mitgenommen habe, hat sich dadurch was getan in Ahola? Nö. Ich hoffe, dass ich die bei dem Feinschmecker abgeben muss. Sonst habe ich eventuell ein Problem. Der Zoll, der uns immer noch egal ist. So, Loire. So, da waren der Maler und der Techniker drin, das weiß ich noch. Ah ja, genau, der eine hat ja den Fotoapparat dann erfunden. Stimmt, ich erinnere mich. So. Hotel, sonst nichts. Dann schaue ich nochmal in den Norden. Das Haus.
Schätz mal, hier habe ich schon. Da geht's noch weiter hinter? Geht's denn dahin? Ah. Wow, mal ein Haus mit ausreichender Anzahl an Betten. Bin ich ja schon fast beeindruckt. Super, ein Balkon, der gar nichts bringt. Wo war denn jetzt dieser Feinschmecker? Tja, Leute, da könnt ihr mir auch nicht helfen, weil ich das hier alles gerade am Stück aufnehme. Ja, Schneiderei. Aha, genau. Also vielleicht das Haus hier. Nein, das war... Wow. Die Stadt ist... das Haus ist groß geworden. Ja, dann vielleicht hier. Möbel. Tust du noch einem neuen Zuhause? Ja. Ein eigenes Heim? Das klingt gut. Was kostet sowas? Wir haben tolle Wohnungen, die 800 Taler kosten. Was meinst du? Gut, ich kaufe eine Bude. Die Bude. Deine Wohnung ist in bei Rocco, in Apartment 101. Hier ist der Schlüssel. Daran erinnere ich mich gar nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Deine Wohnung ist bei Rocco 101. Der Schlüssel öffnet die Tür. Guten Tag, wir haben die besten Möbel im ganzen Land. Sag mir, wenn dir etwas besonders gut gefällt. Dies ist ein warmes und bequemes Bett. Extrem flauschig. Ein Bett? Gut, ist gekauft. Wir liefern sogar nach Hause. Alles im Service inbegriffen. Der Tisch, den hätte ich gerne. Ja, dann halt der Tisch. Jeder Haushalt braucht einen Tisch. Das kostet 100... Ja, pff. Ah, ja, wenn ich dran... Ein Teppich wird deine Wohnung noch schöner machen. Das kostet 100... Ja, verschönern? Ja, klar. Wir liefern sogar nach Hause. Alles im Service inbegriffen. So, ganz wichtig. Wie, ich krieg kein... Ja, kriege ich das Zeug alles nicht. Hast du dieses Bücherregal? Dann gehört dir auch ein Teddybär. Wow, ich kriege einen Teddybär. Ich lese zwar selten, doch ich kaufe das Regal. Die liefern sogar nach Hause. Alles im Service inbegriffen. Der größte und beste Kleiderschrank in meinem Sortiment. Das kostet 100 Taler. Ja, der gefällt mir. Die liefern sogar nach Hause. Alles im Service inbegriffen. Ja. Tja, das war's dann soweit. Und wo ist das jetzt? Ist das hier? Mifta Apartment. Rocker Apartment. Ah. Das würde mich jetzt schon interessieren. Öffnet sich nicht. Ah, der Schlüssel. Hausschlüssel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sie benutzt den Wohnungsschlüssel. Der Riegel öffnet sich. Was gibt's denn in dieser Wohnung? Heim. Wunderschön. Wir haben sogar ein eigenes Zimmer. Sollen wir mal wieder speichern? Langsam darf ich mich ranhalten, zeitlich. Ja, wenn diese Nebenquests nicht wären. Na gut, in den Nebenquests wäre es auch dann ein bisschen zu linear. Wo ist denn dieser... wo ist denn dieser Kerl, der unbedingt was essen will? Das gibt's doch nicht. So. Das lege ich hier ab, weil... ich Lust drauf habe. Ach ja, ich will das Touristending ja auch fertig haben. Das heißt, ich muss hier auch mal wieder lang gehen. Ja. Man hat immer was zu tun. So, einfach nach rechts laufen. So, mal sehen, kann man denn hier ein Bild machen? Die habe ich gar nicht mehr angewählt. Oh. Das ist natürlich unpraktisch. Ach so, na, geht nicht. Machen wir ein Bild von Lura an. Ach, schade.
Ein Bild von so einer Zombie-Stadt wäre doch super gekommen in so einem Reiseführer. So. Hier kann man zwar so nichts machen, aber ich konnte kein Bild machen. Wunderbar. Kann ich hier wenigstens irgendwo ablegen? Ich will es hoffen, ich habe jetzt keine Lust, da nochmal durch die. Der Indus. Ja, das ganze Zeug nochmal Revue passieren lassen. Arabien. Aber natürlich gibt es hier keine Anlegestelle. Warum denn auch? Wäre ja... Ganz toll. Wo war denn jetzt dieser Feinschmecker? Also, dass dieses Gebiet so komplett abgeschottet ist vom Rest. Und hier ist auch nichts passiert. Ja, Taklama. Derselbe Weg wie beim letzten Mal auch. Osten, Osten, Osten. Westen. Westen, Entschuldigung. Westen, Westen, Westen. Süden bis zu den Steinen. Und dann... nordwestlich, bis wir wieder zu Schädeln kommen. Und dann wieder nach Norden. Bis wir zu einem Schädel kommen, der der Ausgang ist. Ich erinnere mich. So. Hoffentlich für alle Zeit das letzte Mal. Gut. Hier war er schon mal nicht. Wo war denn der? Da oben war bloß der Kerl, der Bilder so toll fand. In Jamai war der ja nicht, oder? Gut, dann schaue ich halt nochmal in Liberita nach. Ich dachte zwar, ich hätte es schon getan, aber offensichtlich nicht. Hotel. Vielleicht lungert er im Hotel herum. Lobby. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Und das wäre ja dann nicht für das Wachstum dieser Stadt, sondern für die Wachstümer. Ich hoffe, das war das Richtige. Der anderen Städte. Oder für das Wachstum der anderen Städte einfach so. Da war die Kneipe. Lotterie. Ja, einmal zum Zeigen. Hey, probiere dein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20 Taler. Gut, zieh ein Los. 49, du gewinnst, du hast zu viel dabei. Ich werde es für dich abbewahren. Was auch immer ich jetzt gekriegt habe. Also, ja gut, wenn ich zu viel dabei habe, dann war es sowieso etwas, was ich nicht brauche. Touristen, Zeugs. Da komme ich nicht rein. Da drin war der doch nicht, oder? Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich. Das einzige Haus, wo ich nicht reinschauen wollte. Bring mir schmackhafte Weise und ich belohne dich. Ja. Erst die Ölsardinen. Das tut weh.
Mann, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch einmal kosten. Willst du kosten? Das sind Ölsardinen aus Ahola. Oder Ahola. Öl? Diese Art der Zubereitung kenne ich nicht. Lass mich versuchen. Sieh, die Ölsardinen weiter. Lecker, ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Hervorragend. Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 100. Der andere hat mir 1000 gegeben, du Penner. So, dann gehen wir das hier auch noch gleich ab. Mann, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch einmal kosten. Bitteschön, das ist Filet von der Goldküste. Goldküste? Habe ich noch nie gehört. Naja, egal. Lass mich probieren. Sie gibt das Filet weiter. Lecker, ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Hervorragend. Ich werde es leicht anbraten mit... Ist da alles auf die Weise? Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ja. Ja, wieder 100 Taler. Aber jetzt dürfte sich in den anderen Städten ein Wechsel vollzogen haben. So, gleich mal wieder die Kamera auswählen. Damit ich, wenn möglich... Ich habe hier noch kein Foto gemacht. Sekunde. Dann gehen wir gleich mal ins Touristenbüro und schauen, ob wir jetzt alle Fotos gemacht haben. Es wäre schön, wenn eben so wäre, aber schauen wir doch einmal zuerst. Nee, wie sie übrigens, ja. Was wollen die denn noch von mir haben? So, jetzt sind wir soweit auch fertig. So, jetzt schauen wir mal hier oben. Denn das mit der Goldküste hat mich jetzt an etwas erinnert. Ich rede nochmal mit Will. Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, da gibt dort diese Landebahnskizzen ab. So können selbst weit entfernte Länder erreicht werden. Tust du mir diesen Gefallen? Sicher, du kannst mir die Skizzen anvertrauen. Du tust das? Toll, ich verlasse mich auf dich. Landebahnskizzen. Yep, die muss ich jetzt in Australien abgeben. Dann haben wir hier oben auch eine Entwicklung. Sehr schön. Gut. Dann geht's jetzt nach Australien. Von Australien aus dann wieder weiter. Wobei, ne, ich mach's andersrum. So. Geht doch gleich mal rüber. So, jetzt müsste sich in Ahola auch was getan haben. Es müssten eigentlich alle Aufgaben erfüllt sein. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Der Hafen sieht jedenfalls noch nicht besonders verändert aus. Welche Überraschung. So, Ahola. Ich sehe keine Veränderung. Mal sehen. Ihr seid, ich bin eure Entwicklung der Städte. Das ist jetzt kaum Industrie. Und hier muss man etwas unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Jungsrate 100%. Was soll man da machen? Du wirst es nicht glauben. Seit ich die Büchse gab, hielt ich Bestellung auf Bestellung. Alleine schaffe ich es nicht mehr. Die Nachbarn helfen mir jetzt. Da haben wir doch die gewünschte... Hat sie bei dem was getan? Der Wirkreis hat mich dazu inspiriert. Ja. Beträgt 100%, aber es verändert sich nichts. Das ist durchaus merkwürdig. Ach ja. Ich muss ja die Mediziner irgendwo abgeben. Könnte ich denn die abgeben? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Die wollte ich abgeben. Und... Ne, ansonsten passt alles.
Foto kann ich auch wieder nicht machen. Gut, dann mache ich mich jetzt. Ach so, jetzt plötzlich. Na dann. Dann schauen wir halt nochmal nach Ahola. Wenn die Stadt jetzt endlich erstmal über die ganzen Häuser drüber latschen, was sehr realistisch ist. So, Ahola. Gibt's hier auch Wahlen? Nö, wir können nicht lesen. Ja, Sans, ich brauche eine entwickelte Stadt. Dies ist eine kleine Stadt. Wir leben von der Fischerei. Aber das wird sich in nächster Zeit stark ändern. Weil. Ja, Kaffee, steht ja da. Ja, hallo. Junge, kennst du die Quad Unlock? Nein, 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 nein. Hast du mir schon mal erzählt? So, die Kirche ist jetzt auch wieder. Offensichtlich größer geworden. Ich kann die Töpfe nicht mal aufheben. Geht's denn hier lang? Eine Schule? Psst. Sag bloß gern, dass ich hier verschwinde. Da bist du aber in die falsche Richtung, wenn du raus willst. Tja. Schön. Kirche und Schule. Ist das dann der Eingang zur Schule oder wie darf ich das verstehen? Nö. Handwerk. Da hat sich aber einer ins Zeug gelegt. Mach deine ganzen Kunstwerke kaputt, weil du sie mir in den Weg stellst. Selber schuld. Schön, dich zu sehen. Das hier ist ein anderer Teil meines Werks. Geh auf die Seite. Ach so, so komme ich darüber. Mal sehen, was sich hier sonst noch so befindet. Mit dem Kristall will ich mich jetzt nicht zufrieden geben, wenn ich nicht muss. Hast du die Fenster der Kirche gesehen? Ich habe sie entworfen. Der Bergkristall war wie geschaffen dafür. Sie sehen toll aus, oder? Ich wurde hier Lehrling, als ich sah, was man alles vollbringen kann. Ich möchte ebenfalls ein Künstler werden, den die Menschen. Den die Menschen verehren, nicht den. Ja, mal wieder zu blöd zum Lesen. Tut mir leid. Langsam wird es. Langsam aber sicher. Ich sprach mit Colombo. Er erzählte mir von einem Dorf im Nafesta-Wald. Ja, da waren wir längst. Tja, Laden. Verkaufen alle, glaube ich, nicht nichts Neues. Jetzt haben die noch mehr Leute, die was lernen wollen. Seit die Stadt wächst, kommen mehr Patienten. Warum nur? Sind alle so im Stress, dass keiner mehr entspannt? Ich bin Arzt. Ich hörte von Dr. Emilio und kam, um zu helfen. Im Vergleich zu Dr. Emilio bin ich sehr unerfahren. Ja, aber dafür anscheinend netter. Meiner Tochter ging es bereits besser, doch nun ist sie gestürzt. Okay. Viel scheint es hier nicht mehr zu geben. So. Natürlich darf ich hier nicht raus. Warum auch? So, geht's hier raus, oder? Ja. Okay. Dann haben wir das jetzt auch soweit. Oder müssen wir... Kann ich hier davon noch... Okay. Ich dachte zwar eigentlich, ich hätte schon ein Bild gemacht, aber...
Tja. Ach ja, Australien, natürlich. Habe ich wieder völlig vergessen. Ja, ich mag die Musik einfach. Müsst ihr damit klarkommen. Kann ich hier eigentlich irgendwo anlegen? Tatsache. Gibt's denn auf der Insel? Oder war das diese Insel mit den... Nö, hier war ich noch gar nicht. Da ist gar nichts drunter. Ah, da ist eine Kiste. Mal sehen, was finden wir denn hier? Ich habe so eine Ahnung. Oh. Geld. Nicht wenig, aber... Naja, halt nur Geld. Ah, da ist noch was. Und... Oh, ein Glückselixier. Das ist sehr gut. Die sind ja sehr, sehr selten in diesem Spiel. Ja, Glück ist immer gut. So. Die mittlere Insel, da haben wir nichts mehr zu machen. Gut, dann gehe ich nach Australien, gebe dort die Pläne ab. Damit dürfte Seeheim auch geholfen sein. Hatte ich doch schon ein Foto. So, also man kann immer wieder ein Foto machen. So, Landebahnskizze. Nee, ich wollte zum Bürgermeister. So. Was? Was hast du da? Was? Was? Kann man damit Landeplätze für die Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizze haben? Natürlich, das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizze gab. Sie gibt die Landebahnskizzen. Großartig! Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Kann ich da eigentlich... mal sehen, ob es denn so ist wie... Und? Nee, ist nicht wie Zelda. Aber wer will denn dieses Mittel gegen Fieber? Wer liegt denn im Fieber? So. Was mach ich denn da? Jetzt muss ich irgendwo kurz Halt machen. Um dann wieder runterzufahren. Wo hat jemand Fieber? So. In Neo Tokyo wahrscheinlich niemand. Ich glaube, Neo Tokyo war wirklich nur wegen diesem Geheimnis. So, ja, die haben die Landebahn gebaut. Mal sehen, ob sich die Stadt dann auch schon verändert hat. Goldkiste. Verändert hat sich bisher soweit nichts, aber... Wir haben hart gearbeitet und die Landebahn bereits vollendet. Vielleicht wird es die Stadt berühmt machen. War schon möglich. Also diese hohen Töne tun trotzdem Headset noch weh. So. Dann heben wir mal ab. Und schauen mal, was Will so zu sagen hat. Da oben ist ja wenigstens eine Landebahn.
So, jetzt müsste sich aber in Seeheim was getan haben. Denn die können ja jetzt die Flugzeuge bauen. Wieso hat sich jetzt hier immer noch nichts getan? Ich hab doch was gemacht. Was sagst denn du? Ich hatte eins über, ja. Ist jetzt schwierig, wenn ihr. Sie müssen sich wieder angeben. Ja. 10%. Wow. Gleich so viel. Ich frage mich, ob es Sinn hätte, wenn Menschen fliegen könnten. Doch wenn du dein Dorf von dort oben siehst, denkst du plötzlich anders. Diese Erfahrung möchte ich mit vielen Menschen teilen. Habe ich die Skizzen immer noch? Nö. Sagt der Kerl jetzt auch endlich mal was anderes? Ich meine, wenn ich dem seine komische sein Gericht. Ich habe einfach. Ja. Ja, aber. Kann ich mir nicht einfach was davon mitgeben und sagen, ja, ich möchte, dass die ganze Welt was davon hat. Da unten hat doch einer mal was gesagt. Jürgen kocht ein grandioses Würstelgulasch. Es schmeckt fantastisch. Moment fast, er wäre Koch. Nur der eine sagt was darüber. Da will sich einfach nichts tun, oder? Schrecklich. So, dann nochmal nach Australien. Ja, Leute, ich würde diese Nebenquests auch gerne demnächst mal abschließen. So ist es nicht. Aber ich will halt auch nicht nachschauen. Das wäre auch blöde. Warum tut sich hier nichts? Die haben doch jetzt den neuen Flugplatz. Was spricht denn Heinz? Ramitschel 60%. Was gibt's denn hier sonst noch zu tun? Was war nochmal in dem Haus drin? Ach ja, das war doch der mit dem. Der Bürgermeister erzählt mir von Flugmaschinen, die herkommen. Wenn dem so ist, wäre mein Problem gelöst. Okay, der ist zufrieden. Ach ja. Touristenhaus, ja. Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Ja, hatten wir auch schon. Ach ja. Kann ich denn hier? Nein, kann da gar nichts machen. Ah. Ich bin total ratlos. Ich habe die Flugpläne weitergegeben. Der andere gibt mir sein... Ah. Mein Laptop verarscht mich mal wieder.
Leotto gab es auch nichts mehr. Leotto sollte sich auch nicht weiterentwickeln. Ah, Leotto entwickelt sich zu... Großes Leotto. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich jetzt nochmal so herkomme, ändert sich dann vielleicht was. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe doch was dazu beigetragen, dass Seeheim sich entwickeln kann. Was soll ich denn noch machen? Da tut sich einfach nichts. Ah. Ja. Keine Ahnung. Ich beende mal hier die Folge und überleg mal ein bisschen. Und schau mir nochmal ein bisschen um. Wenn ich es dann finde, dann mache ich da weiter. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal, an dem nächsten Punkt, wenn ich was finde. Bis dann, Leute. Ciao.